Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 11 von Walheim. Ich würde mal schauen, was wir machen können. Und wenn wir das raus haben, dann gucken wir, ob uns das weiterbringt oder nicht. Wir haben ja letztes Mal noch ein Reh umgebracht, beziehungsweise einen Hirsch. Und jetzt haben wir hier 6 Hirschfälle. Ich glaube, wir können das mal hier gerade reinpacken. Und die nehmen wir auch mit. Dann gucken wir mal, was wir updaten können. Ich nehme auch das mit. Was haben wir hier? Grauzwergen-Trophäe? Ne, ich glaube, den Rest können wir hier aus der Truhe nicht gebrauchen. Aber nach dem Intro gucken wir weiter, was wir da noch machen können. Ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, das haben wir. Jetzt packe ich mal das Wichtigste hier ein. Vielleicht ist ja auch genug da, um was aufzuwerten. Die Feder nehmen wir auch mal mit. Ja, komm, das machen wir mal alles gerade. Und schauen dann, was wir an der Werkbank ausrichten können. Ne? So, da ist noch ganz viel. Oh, Lederbrustpanzer können wir sogar machen. Cool, der Hirsch hat uns, der letzte Hirsch hat uns das beschert, dass wir das hier bauen können. Und ich denke mal, die Rüstung nehmen wir dann auch und bauen die. So, dann gibt es auch noch Feuerpfeile. Okay, Feuersteinpfeil. Okay, aber die Feuerpfeile sind mir, glaube ich, wichtiger. Feuersteinaxt, Steinhammer, Hacke, Feuersteinmesser, Feuersteinspeer. Wofür ist denn das Feuersteinmesser gut? Einhändig, Gewicht, Haltbarkeit, Schlitzen, Stechen, Ausdauerverwendung, Blockrüsten, Blockmacht, Parierbonus, Rückstoß, Hinterhältigkeit. Okay. Der Speer. Ah, der Arm sollte der Überbringer der Botschaft sein. Könnten wir auch machen, aber... Was denn hier mit der Lederhose? Ach, da brauchen wir jetzt wieder Fell für. Zerlumptes Hemd. Da brauchen wir Lederreste, haben wir auch nicht. Zerlumpte Hose auch nicht. Also, obwohl, wir haben jetzt schon definitiv... Also, ich glaube, wir machen noch die Feuerpfeile. Ich glaube, die können wir dreimal herstellen, oder? Weil dann sind die Federn, glaube ich, alle. Wir hatten 6, meine ich, ne? Genau so sieht's aus. Und Harz ist tatsächlich auch nicht mehr da. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, da haben wir einiges jetzt schon mal da. Okay, das nimmt uns einen Stack weg, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich glaube, dann können wir erstmal die Werkbank verlassen und schauen zu, dass wir hier wieder Sachen reinschmeißen. Ich glaube, das machen wir hier rein, genau. Auch die passen auch gestackt aufeinander. Steine kommen hier hin. Oh, das hatte ich jetzt gar nicht geguckt, wofür man das braucht. Knochenfragmente. Ja, ist jetzt erstmal egal. Das Holz bleibt auch hier. Feuerstein bleibt auch hier. Leder können wir auch hier lassen. Achso, hier, die Gabel. Ich weiß gar nicht, wer mir das geschrieben hatte. So ein Shit, da habe ich jetzt vergessen, den Namen zu gucken. Sorry dafür. Aber er hat mir geschrieben, wenn das rot ist, gibt das viel Leben wieder. Wenn das gelb ist, gibt das Ausdauer wieder. Und wenn es weiß ist, haben wir jetzt, glaube ich, nicht hier... Dann ist es ausgeglichen. Ja, doch, da ist der Pilz. Also gibt es das ausgeglichen. Alles klar. Danke für die Info. Auf jeden Fall, ja. Leider habe ich da gepennt und dir das nicht mitgeteilt. So, das können wir auffrischen. Das können wir auffrischen. So, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier die Lederhose. Da ist das zerlumpte Hemd. Und hier ist das, was wir noch nicht anhaben. Und das ist der Lederpanzer. Den haben wir jetzt aber auch an. So, dann lege ich das mal dahin, das dahin. Das Fleisch, ja, das wird nicht schlecht, hat er geschrieben. Das ist ja auch schon mal gut. Und das sollten wir dann auch definitiv in einer Truhe lassen. Ja, komm, dann lass das hier. Das lass auch hier. Ja, ich glaube dann 7, 54, 6, ja, dann lass das auch noch hier. Ich glaube, jetzt passt es erstmal. Die Axt kann hier... Ne, warte mal, das ist... Ach, da oben ist auch noch eine. Die habe ich wohl irgendwie repariert, ne? Das bleibt auf jeden Fall hier, aber ja, die Truhe ist voll. Das bedeutet, wir müssen an die andere Truhe und das da auslagern. Ja, das brauchen wir auch nicht so oft, dann passt das schon. Die Äxte wollte ich eigentlich wahrscheinlich kaputt machen und habe sie dann repariert. Ey, das war vielleicht auch nicht so dolle. Naja, ist egal erstmal. Pfeil und Bogen. Ja, die 5 können wir jetzt auch mitnehmen. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Sollte erstmal gut sein. Jetzt ist es bestimmt schon wieder draußen dunkel. Wir sind ausgeruht.
Also Feuer, Unterkunft, Ruhe, gemütlich. Okay, wenn wir mal vorgehen. Es ist draußen dunkel, ne? Du fängst an zu frieren. Na super. Gut, okay. Und im Dunkeln, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir, waffentechnisch sind wir wie gut bestückt. Wir haben Pfeil und Bogen, wir haben den Knüppel, aber irgendwie noch kein Schwert kriegen wir sowieso noch nicht. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir unseren Teilgegner da vielleicht mal besuchen, oder? Eiktür. Ich gehe mal Richtung Eiktür diesmal jetzt. Vielleicht haben wir eine Chance und können das dann erledigen oder sowas. Aber sicher bin ich mir nicht, ne? Weiß noch nicht mal, wo der ist und was da ist. Ach, warte, den musste ich ja erst am Steinkreis aktivieren, oder wie war das? Okay, dann bringt mir da nichts. Dann müssten wir mal gucken, was der Steinkreis sagt. Aber der ist ja hier. Da musste man irgendwie was hinmachen, oder? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es jetzt gleich wissen. Hier hängen ja überall so Dinger dran. Ne? Und der ist der Ort bereits der Karte hinzugefügt. Markier hinzufügen, Markierung abhaken, Markierung entfernen, pingen. Ach so, hier, da kann man ja auch noch so schöne Sachen machen, ne? Auf der Karte was notieren und sowas, ne? Ist der, der ist schon aktiviert, also. Ich dachte, wir müssten, nee, wir müssen die Trophäe nachher hier hinhängen, um den nächsten Schritt zu gehen. So ist es wohl. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Wie weit ist denn das? Ja, muss wohl ein ganzes Stück noch sein. Weiß gar nicht, ob der auf der Karte da oben auch noch steht. Ah, da oben können wir ihn sehen. Okay. Das war der. Nee. Das ist ein Wildschwein gewesen. Ja. Du bist willkommen, Wildschwein. Okay, habe ich alles aufgesammelt? Ja, sieht so aus. Leder habe ich. So, das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. Also ich wollte den Eiktür haben, aber habe jetzt Gräuling und Wildschwein erstmal erwischt. Und da unten leuchten irgendwelche Augen. Das heißt, da ist der nächste Gräuling. Den habe ich erwischt, oder? Ja. So, ich habe aber keinen blassen Schimmer und würde es eigentlich lieber bei Tag machen, den angreifen, ne? Und, tja, der soll sich hier irgendwo rumtreiben, ne? Und ich weiß nicht, wie weit die Distanz ist, ob ich ihn sehe oder was. So, machen wir die 6 auf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Feuerpfeil als erstes nutze, ne? Kann ich das irgendwo auswählen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich den hier irgendwo sehen kann oder nicht. Ist der hier unten irgendwo? Also auf jeden Fall geht es ganz schön runter, ne? Ich sehe aber nichts. Kommen wir denn da runter? Ist das da hinten irgendwo? Ja, ich glaube, wir hören mal das Kriechen gerade auf. Dann erholt sich das ja auch wieder. Haben wir noch genug? Ja.
glaube, hier können wir runtergehen, oder? Ja, mir ist kalt, ich weiß. Hier ist ein Sumpf, ne? Ich glaube, jetzt kriechen wir mal wieder. Ja, komme ich da überhaupt vorbei? Ja, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier jemand ist oder nicht ist. Also es muss in diese Richtung sein. Da unten ist der Sumpf, oder? Ja, muss ich wohl noch drum rum. Ich glaube, da kann ich rüber, oder? Es kommt langsam Licht auf. Was ist das da oben? Ist das Sonne, Mond und sowas? Ich höre schon irgendwen. Willkommen. Sieht aus wie eine Quest, ne? Das ist der Rabe, oder? Natürlich ist das der Rabe. Hagin, was machst du denn hier? Du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihren Altar das richtige Opfer, damit sie zu dir kommen. Aber nimm dich in Acht. Die Wächter sind keine leichte Beute. Also stelle zunächst eine mächtige Waffe her. Lege deine beste Rüstung an und iss ein Herz mit dem Mahlzeit, bevor du es auf den Kampf ankommen lässt. Okay, Hagin. Mysterischer Altar. Gegenstand anwählen. Kann ja nur so ein Hirschgeweih sein oder Wildschweingeweih, ne? Aber ich hab, glaub, nix. Schätze ich mal. Das bedeutet, wir sind erstmal falsch. Oh, da ist ein Hirsch. Dann sind wir doch noch richtig. Es wird gerade heller. Oh, das war jetzt falsch. Nochmal eine Hocke. Lesen wir den Runenstein erstmal noch. Jage seine Nachkommen. Okay. Das trifft sich doch gut, dass hier der Hirsch ist, oder? Der steht da so direkt, ne? Okay, das war der erste Hirsch dann. Da unten sind diese Nixen und Echsen und was sie sind. So, jetzt gucken wir mal gerade. Was haben wir denn mit? Ein Hirschgeweih. Sieben. Opfergabe unvollständig. Hirsch, Trophäe 1 von 2. Ach, er will Zweier haben. Das heißt, ich muss noch einen Hirsch haben. Finde ich noch einen Hirsch auf die Schnelle hier? Ich glaube nicht, ne? Hier ist das Wasser, okay. Aber das ist. Ist das Wasser oder Sumpf? Ah, das ist Sumpf.
Da habe ich jetzt keine Lust drauf auf so eine Nixe, bräunlich. Ich. Okay, da ist ein Wildschwein. Das heißt, auf die 3 und los geht's zum Kloppen. Okay, Leder haben wir auch, sehr gut. Was ist da am Blitzen gewesen? Ach, Wasserspiegelung, okay, nichts Schlimmes. Okay, wir müssen mal ganz schnell was essen. So ist gut. Das ist ein Hirsch. Hat er mich mitgekriegt oder was? Ja, sieht wohl so aus, so ein Shit. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Aber hier ist irgendwie ein Shelter oder was? Der Hirsch ist weg, oder? Ein Ast. Aufheben. Sind nur Steine. Ja, ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes hier. Gut, das hat jetzt nichts gebracht. Als ob der Hirsch hier wäre. Es hörte sich auf jeden Fall so an, ne? Wo ist der denn? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich höre den doch irgendwie. Kein Hirsch da. Leider nicht. Ich glaube, wir gehen hier mal durch. Oh, da sind Hütten. Ich hoffe, da wohnt keiner. Sonst haben wir ein Problem, wenn da einer wohnt. Nee, das ist schon zerfallen. Man nicht rein oder was? Doch, hier ist eine Tür sogar. Aber leider ist hier nichts, was wir aufheben können oder eine Kiste oder sowas. Das hätte ich ja wenigstens mitgerechnet mit einer Kiste. Schade. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts.
Ja, ist ja schon weggelaufen, so ein Shit. Schade. Der war's. Ja. Hier sind Pilze. Dort ist ein Holz. Da ist das Hirschlein. Wo ist er? Da hinten ist er. Sehr schön. Haben wir das auch gekriegt? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich den schaffe. Da ist ein Wildschwein, da sind zwei Wildschweine. Auch gut, haben wir das zweite Leder. Das sind dann, ich glaube, vier Leder haben wir jetzt. Okay, erledigt. Ja, nützt nichts, wir müssen mal gerade zurück. Ist das ein Wildschwein? Ja. Ah. Der Gräuling, der wird zuerst kommen. Und dann das Wildschwein. Sehr gut. Fette Beute. Ich habe doch gerade was schnaufen gehört, oder? War das ein Wildschwein oder nicht? Okay. Da ist aber einer. Haben wir ihn aufgescheucht? Ich glaube schon, oder? Ja, leider. Leider aufgescheucht. Sehr gut. Jetzt hätten wir natürlich die zweite Hirschtrophäe, ne? Aber jetzt sind wir an der Hütte. Schon fast. Ja, würde ich sagen, machen wir erst einen Cut hier, ne? Gehen wir zur Hütte, schauen wir weiter. Und nächste Folge kümmern wir uns dann um den Einer. Da müssen wir ja, wie gesagt, den Dingens holen. Sag schon, das Geweih. Aber wir hätten jetzt genug dabei. Aber ich gebe erst zur Hütte zurück und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.